Herzlich willkommen zu einem wunderbaren, wunderbaren Abend. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Heute ist der 18. bzw. schon 19.05.2022. Heute Abend hat es stattgefunden, das Finale der Europa League. Eintracht Frankfurt holt den Europapokal nach Deutschland. Und nicht anders. Eintracht Frankfurt hat's geschafft. Eintracht Frankfurt hat's geschafft. Der Europapokal ist angekommen in Hessen gegen die Rangers. Gewinnt Frankfurt im Elfmeterschießen. Das Spiel ist gerade zu Ende gegangen. Wir haben es jetzt 0.33 Uhr. Eine sehr untypische Zeit für mich. Aber was soll ich machen? Unheimlich spannendes Spiel. Ab 21 Uhr. Mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen, mit der Siegerehrung und so weiter und so fort. Ganz, ganz tolles Spiel. Man kann eigentlich als Frankfurt-Fan sowieso sehr, sehr stolz darauf sein. Aber auch, ich bin jetzt kein Frankfurt-Fan, trotzdem sehr ansehnliches Spiel. Und ich freue mich natürlich mit der deutschen Mannschaft mit, wenn die einen europäischen Titel holen. Meistens, so war es in den letzten Jahren, ist es ja immer nur der FC Bayern München gewesen. Von daher kann man da einfach drauf stolz sein, auf einen internationalen Titel, der mal wieder nach Deutschland geht. Unheimlich, unheimlich toll. Was soll man dazu noch sagen? Es ist ein toller Abend für das gesamte Deutschland. Wow, wow, wow. Sehr, sehr interessantes Spiel gewesen. Kevin Trapp, Man of the Match, hat einen Elfmeter gehalten, den entscheidenden Elfmeter am Ende, gegen Aaron Ramsey. Es haben so viele Leute gekämpft. Es gab megamäßige Chancen sehr gute Chancen auf beiden Seiten. Die besseren tatsächlich sogar kurz vor Schluss. Einmal der regulären Spielzeit von Tavernier, der einen Freistoß direkt aufs Tor bringt aus gefährlicher Position. Und ich glaube, Ryan Kent war es, der noch eine hundertprozentige Möglichkeit hat, nach einem Querpass in die Mitte, den Kevin Trapp noch irgendwie vereiteln konnte. Es war einfach genial, was Kevin Trapp dort gemacht hat. Man of the Match hat sich diesen Pokal reglich verdient. Das ist unfassbar gut. Ich freue mich sehr. Ich möchte heute auch gar kein anderes Thema mehr anschneiden, auf gar keine negativen Themen vielleicht auch mehr eingehen, denn das mit Eintracht Frankfurt überflügelt natürlich ganz Deutschland. Man freut sich dort mit. Genauso toll ist es natürlich, wenn ich jetzt mein eigenes Fußballspiel spielen darf, zum Beispiel in der Liga oder in der Weekend League Qualifikation in FIFA 22. Genau das werden wir jetzt machen. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Heute ist und wird ein guter Abend bleiben und werden. Herzlich willkommen, hallo. Herzlich willkommen, hallo, hallo. Es ist toll. Man freut sich einfach, ne? Auch wenn es klar nicht der eigene Verein ist, aber trotzdem, man freut sich doch. Man ist doch auch dabei und es ist doch auch ein tolles Spiel gewesen und so weiter. Man freut sich doch auch einfach mal für generell für Deutschland. Natürlich wäre es auch ein wunderbares Finale gewesen, Frankfurt gegen zum Beispiel Leipzig. Ein deutsches Finale, dann hätten wir uns so oder so gefreut als deutsche Nation, aber Frankfurt auch einfach als Arbeiterclub, sage ich jetzt mal so, als ein Traditionsverein, er bleibt sich eher nicht so ganz, deswegen ist das schon, das sind beides Arbeitervereine gewesen, Frankfurt und die Rangers, es ist toll, vor ein paar Jahren noch irgendwie in der Relegation darum gegeistert, dann haben sie den DFB-Pokal gewonnen gegen, in den letzten, ich glaube 2018 war es, gegen den FC Bayern München, das war für mich persönlich schmerzhaft.
Und jetzt Rumpugal. Es ist toll. Gut, gut, gut. Kann man sonst, man kann da nicht viel mehr zu sagen. Es ist einfach, ne? Das ist übrigens auch der Grund, warum wir heute etwas später anfangen. Um genauer zu sein, 2,5 Stunden später. Aber es ist nicht schlimm. Ich werde trotzdem ganz normal spielen. Ganz normal werden wir hier spielen. Habe ich schon erwähnt, dass wir die Mannschaft etwas umgestellt haben? Mit Ruben Dias und Joao Cancelo. Anstatt Trent Alexander-Arnold plus Innenverteidiger Joe Gomez. Die sind rausrotiert worden. Mussten. Ging nicht anders. Ging nicht anders. Zähler kann ja auch gut. Ne, kann er gar nicht. Er kann gar nicht so gut passen. Naja, und nicht. Was soll das jetzt hier mit dem Netz? Netz müsste doch laufen, oder nicht? Netz ist doch eigentlich, Netz müsste doch vorhanden sein. Mann. Ah, die Eintracht. Ich erinnere mich jetzt gerade daran, mein alter Englischlehrer war Eintracht Frankfurt-Fan. Der müsste mittlerweile in Rente sein. Aber ich glaube, der freut sich, wenn er noch lebt. Wie gesagt, es war schon damals relativ alt und ist auch in Rente dann relativ zügig gegangen. Wir spielen die Qualifikation für die Weekend League. Der Ping ist mir etwas zu hoch. Ping, hier. Der Salem, herzlich willkommen. Mir geht's gut, danke der Nachfrage, ich hoffe auch. Mir geht's gut. Auch wenn ich hab's vorhin schon erwähnt, ich bin kein Eintracht Frankfurt-Fan, trotzdem geht's mir gut, weil ich mich freue für eine deutsche Mannschaft. Freue ich mich sehr. Mir geht's gut. Ruben Dias, was ist das denn für ein Ding? Und zack ist Jamie Vardy das schon fast durch. Jungs, mal ganz ruhig hier in die Partie reinstarten. Ruben Dias ist die erste Aktion von Ruben Dias, der neue Innenverteidiger. Und dann haut er direkt mal so ein Ding daraus. Auf Joao Cancelo bin ich ebenfalls sehr gespannt, wie der dort so verteidigen wird. Ich hoffe gut. Offensiv ist Cancelo natürlich sehr gut. Die Stats sind leicht schlechter als bei Trent Alexander-Arnold. Allerdings hatte ich den auf der linken Seite schon öfters ausgetestet. Cancelo, da war der auch schon sehr, sehr gut. Lewandowski spielt den nochmal rüber. Der Rea ist da. Lewandowski hätte, glaube ich, selber schon abziehen können. Da muss man tatsächlich nicht unbedingt nochmal rüberspielen. Ich glaube, da muss man nicht nochmal rüberspielen. Bleblam, den kriegt er nicht. Ruben Dias, Cancelo sind da. Dele Alli geht vorbei an Joshua Kimmich, Ronaldinho.
Ronaldinho, lahm. Ey, Jungs, was ist das denn? 14. Minute, erste Ecke. Unheimlich unnötig verursacht. Donnarumma fängt den Ball ab. Da ist rechts Platz für Joshua Kimmich. Joshua Kimmich geht am ersten dran vorbei. Anspielmöglichkeiten in der Mitte, Kylian Mbappé. Der kriegt den auch, Mbappé nochmal rüber. Ah, warum schießt der denn nicht? Ah, das sind so Sachen, die man im Nachhinein dann erst weiß, dass der Ball dann doch wohl nicht ankommt. Ah, das ist die nächste dicke Möglichkeit, wo man gut und gerne hätte abziehen können. Für mich ein Foul gewesen von Emerick Laporte. Um Dias. Cancelo hat Platz. Cancelo hinten ist. Ja, Greif! Und er trifft zum 1:0. Erstes Spiel, erste Vorlage zum 1:0 von Cancelo. Nicht Ruben Dias, von Cancelo. Joao Cancelo, sehr, sehr gut. Abseits wäre es gewesen. Gefangen der Ball im Mittelfeld. Bruno Fernandes. Saka. Kimmich. Es ist deiner. Ganz stark. Jamie Vardy fängt den nächsten Ball ab. Unser. Nächster Ballverlust. Wieder ist es Marquinhos, unheimlich stark. Marquinhos weitergeleitet, Lewandowski. Bruno Fernandes holt sich den. Wieder abgefangen, Lahm, Cruyff, Lewandowski. Boah, der Herr. Ball bleibt heiß. Cancelo. Cancelo, wo ist Lewandowski? Ganz hinten ist er. Gute Flanken! Dürer! Und es gibt die Ecke. Keine Abseitsposition von Lewandowski. Weltklasse Flanke. Und der Kopfball ist auch nicht mal so schlecht. Überragend. Von David De Gea Tor. 2:0 nach der Ecke. Kylian Mbappé ist es. Nachschuss drin. 0-2, 34. Ineos. Und schöner Ball rechts raus. Cancelo. Kommt nicht durch. Ruben Dias. Nee. Boah, mein Cruyff. Platz für Carlos. In der Mitte ist Cruyff. Gute Annahme. Aber den kriegt er nicht mehr aufs Tor gezimmert, den Ball. Keeper ist zu schnell draußen. Boah, Ramos ist da stark. Mbappé. Kommt nicht durch. Nochmal Kimmich, Lahm. Cruyff, Lewandowski. Abgeblockt. Und der nächste Ball. Der wieder bei uns landet. Also wir kriegen so viele Bälle. Der Schiedsrichter entscheidet sich dann, 20 Meter vorm Tor abzupfeifen zur Halbzeitpause. Das ist eigentlich nicht so okay. Aber gut, 2:0 Führung vollkommen im Rahmen. Sehr, sehr gut.
Und ich würde fast sagen, dass es sogar noch etwas höher stehen könnte. Lewandowski hat noch ein Mega-Ding auf dem Kopf, die er leider nicht genutzt hat. Ansonsten war das sehr gut gemacht. Prost. Halbzeit 2. Ruben Santos Gato Alves Diaz. Oh. Da muss er jetzt sein, Ruben Diaz. Puh, sehr viel Körpereinsatz, aber den holt er sich. Und wie? Unheimlich stark. Cancelo. Mbappé. Cancelo. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Ganz weit hinten ist Lewandowski. Kimmich! Lewandowski! Was ist das denn für ein Ding von Kimmich? Der ist abgeblockt, abgefälscht und geht so gefährlich aufs Tor. Genial. Da hat De Gea ganz schöne Probleme. Den irgendwie wegzufausten. Und wieder die Chance. Roberto Carlos. Wo ist Mbappé? Da ist erstmal nur Cruyff. Aber der macht das Ding. Weltklasse. 3-0. Unheimlich souverän. Mbappé kommt nicht dran. Jörn Cruyff, nächster Schussversuch. Und wieder der Ball, Lewandowski. Das ist nicht das 4-0. Wow, wow, wow. Cruyff, Flanke kommt, da ist Ruben Dias. Gute Bewegung von Ronaldinho gegen Ramos. Ramos mit viel Körper macht er grandios, Sergio. Und es ist in allen Teilen der Mannschaft einfach gut gespielt, vom Sturm bis zur Abwehr. Lewandowski hämmert das Ding schon wieder an die Latte. Boah, in allen Teilen sehr, sehr souverän verteidigt. Super Pressing im Mittelfeld, top Abschlüsse. Das gefällt mir unheimlich gut, was wir hier spielen. Kimmich, der Ball ist nicht so gut. Aber Carlos setzt nach. Cruyff setzt nach. Und den haben wir nicht. Stürmerwahl. Oh Mann. Kommt er an? Ja, kommt er bei Roberto Carlos. Der kommt an, der kommt an. Roberto Carlos. Jetzt muss die Flanke kommen. Und die kommt auf Mbappé. Lewandowski. Nächste gute Bewegung. Und Cancelo mit dem Nachschuss. Cancelo. Wieder ist der Herr da. Muss unheimlich viele Bälle heute halten. David De Gea, langer Ball. Das ist eigentlich einer für Marquinhos. Der verschätzt sich. Und da ist er schon wieder. Cruyff, Lewandowski, rechts ist Platz. Sehr schön rausgespielt. Cancelo in der Mitte ist Mbappé. Das muss es sein. Nein. Wieder ist De Gea da. Es ist so souverän gespielt. Platz für Diogo Jota, Donnarumma und Marquinhos. Wow. Wieder Cruyff. Tolle Ballannahme. Mitnahme. Ganz weit hinten. Da ist der neue Rechtsverteidiger. Kommt nicht dran. Nur wieder nach hinten. Ramos.
Pinos, den holen sie sich wieder. Da komme ich durch. Oh, Donnarumma. Ronaldinho geht raus. Akin Fenba kommt rein. Nach einem enttäuschenden Spiel für Ronaldinho und auch von Ronaldinho. Boah, kein guter Pass. Kimmich, Cancelo kommt dran. Cancelo, Flanke auf Mbappé. Laporte ist da. Ja, Lewandowski kommt da dran. Nein. Lahm. Nächster abgefangener Ball. Wie viele Bälle wir im Mittelfeld allein schon abfangen. Das ist Weltklasse. Dele Alli holt sich den. Ramos, das ist seiner. Und er landet wieder bei uns. Kimmich, viel Pass. Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski. Kimmich, der hat Platz. Kimmich, zieh mal ab. Oh. Was ein Strahl, ey. Sehr, sehr guter Schuss. Ein überragender Schuss von Joshua Kimmich. Der landet nicht im Tor, sondern knapp drüber. Aber das war unheimlich gefährlich. De Gea kann nur hinterher gucken. Wow. Gibt's nochmal eine Chance? Nein, das war's. 3:0 nach 91 Spielminuten. Das ist eine grandiose Partie gewesen. Und somit gewinnen wir das erste Spiel in der Weekend-League-Qualifikation. Unheimlich souverän. Unheimlich souverän. Unheimlich souverän. Wow. Lewandowski, Cruyff, Doppelpack. Carlos hat einen vorgelegt. Okay, ja, Cancelo auch. Sehr gut. Kimmich, sehr gut gespielt im Mittelfeld. Also das ist top. Mir sehr, sehr gut gefallen, das Spiel. Sehr gut gefallen. So leicht merkt man Cancelo das Tempo an, in dem Sinne, dass er nur 90 Tempo hat. Das ist ja fast schon unheimlich wenig mittlerweile. 92 Flanken ist auch in Ordnung, könnte etwas mehr sein, aber das ist gut. Ansonsten hat Cancelo einen guten Job gemacht, weil er halt auch physisch auf einem guten Niveau ist. Weil, wie gesagt, Trent halt eigentlich viele Sachen nochmal besser hat, ne? Außer Abschluss. Wir gehen rein in die direkt nächste Partie, Qualifikationsspiel Nummer 2 der Weekend League. Wow. Tatsächlich, gut, klar, die Team of the Year-Variante ist noch mal ein bisschen besser, ne, von Ruben Dias. Das muss man auch sagen. Lennart ist natürlich auch eine Möglichkeit, kann man da auch reinhauen, ne? Gar kein Thema. Aber wenn ich den einen jetzt untrade hab, also wäre halt doof, wenn ich den nicht spielen würde. Partie Nummer 2. Starkes Gegenpressing gegen Declan Rice.
Kimmich. Rechts ist Cancelo. Cancelo, Cancelo. Flanke kommt auf Cruyff. Boah. Das ist ein Fehler von Marquinhos. Ruben Dias steht ganz gut. Pass zurück in den Rückraum. Und es steht 1-0 Diogo Jota. Fünfte Spielminute. Ramos kommt nicht mehr dran. Jota macht's direkt klar. Das 1-0. Rice holt sich den. Ja, ey. Erling Haaland. Wie kocht der denn die Jungs da ab? Wie kocht der da vorne denn die Jungs ab? Nächster Fehlpass von Kimmich. Mann, ey. Unpräzise Pässe. Das bestimmt bis dato die Anfangsphase. Ein Foul von Lahm. Und Dias. Wir kriegen mal nicht raus. Wir kriegen die Pille hier nicht raus, ey. Und wieder weg. Jetzt mal. In Ruhe ins Spiel reinbringen. Tor, ey, Mbappé. Da steht Marquinhos. Den kann Diogo Jota doch nicht einfach so reinköpfen mit seinen 1,78. Wir haben so gute kopfballstarke Innenverteidiger. Da steht Marquinhos. Oh Mann. Das Spiel zu vorne ist Mbappé. Kommt er da an? Ruben Dias ist da. Boah, Fellow Mondi. Benzema über links. Benzema mit der Flanke auf Erling Haaland. Kimmich. Boah, was ein Ball, ey. Philipp Lahm. Hilfe. Fängt den nächsten Ball ab. Cancelo hat Platz. Vorne ist Kimmich. Kimmich kommt nicht durch. Dias rechts, links. Kommt nicht rein in den Zweikampf. Und wieder Haaland. Und wieder Haaland. 3-0. Mann, ey. Dass jeder Schuss ist hier ein Treffer beim Gegner. Warum ist das so? Wie kann das denn sein, bitte? Lahm gegen Haaland, das ist natürlich ein physisch absolut ungleiches Duell.
aber Ramos kann da doch auch reingehen. Es darf nicht jeder Schuss hier ein Treffer sein. Das ist doch absoluter Quatsch. 0-3. Du kannst ja nicht, du kannst nicht 90 Minuten diese Jungs da vorne ausstellen. Ronaldo, Haaland und Co. Geht ja gar nicht. Man muss ja auch mal immer mal einhalten. Hier, Mbappé. Zack, Tor. Auch den hält er nicht. Hugo Lloris. Erster Schuss auch bei uns, der direkt ins Tor wandert. So abschlussstark, diese ganzen Spieler. Die sind so abschlussstark, diese ganzen Spieler. Unser. Sehr schöner Pass. Da ist Cancelo. Der hat Platz. Cancelo. Und jetzt ist er dran. Jetzt ist er da. Hugo Lloris. Jetzt ist er da. Das ist einer für Ruben Dias. Warum kriegt er den Ball denn nicht? Ronaldo. Ey. Boah. Was ist ein Abschluss von CR7? Was mir unheimlich bitter aufstößt. Okay, der Gegner hatte viele Chancen. Ich nicht. Aber irgendwie, das sind Tore vor allem von Cristiano Ronaldo, aber von Diogo Jota. Der erste Kopfball gewinnt und zweitens so ein Weitschuss. Das ist halt mittlerweile, also der ist mit links geschossen, zwar sehr platziert, nicht so feste. Donnarumma ist lang, der kann da durchaus drankommen, meiner Meinung nach. An so einen Weitschuss von Cristiano Ronaldo. Ne? 4-1 zur Halbzeit, sieht schlecht aus. Sieht richtig schlecht aus. Nächste Flanke auf Haaland, Ronaldo, Mann ey. Ja, Davis, kommst du nicht mit Tempo dran vorbei. Das kannst du knicken. Lewandowski, nochmal Cruyff, Roberto Carlos, das ist Kimmich. Ball weg. Boah. Stark von Dias. Lewandowski, Mbappé. Vorne ist Lewandowski, Ball auf Lewandowski, Lloris. Solche Dinger zum Beispiel. Klar, das ist ein absolut spitzer Winkel, aber Lewandowski hat halt auch die Qualität, so einen tatsächlich mal reinzumümmeln. Foulspiel, Freistoß. Wie viele Meter vorm Tor? 24 Meter vor dem Kasten, Lewandowski.
Boah, Declan Rice holt sich den wieder. Und jetzt sind halt nur noch drei Verteidiger hinten. Ronaldo, guter Lauf weg. Diaz muss dahin. Diaz gegen Ronaldo. Und Ramos klärt den Ball nicht. Immer noch Haaland. Jetzt ist er weg. Boah. Wieder Donnarumma. Das ist es zum Beispiel. Wo war der abgefälscht oder was? Können wir das bitte nochmal sehen, dieses Kopfballtor von Karim Benzema? Warum ist der reingegangen? Hey. Warum ist der reingegangen? Ich würde mir das unheimlich gerne mal angucken. Wir schauen uns das definitiv später in der Wiederholung an. Das sah so aus, als wäre der nicht abgefälscht gewesen, sondern nur Donnarumma hat sich verschätzt. Nach mehr sah es nicht aus. Einfach nur, dass Donnarumma sich verschätzt hat. Lewandowski, darf nochmal. 5:2. Mann, ey. Wieder Ronaldo. Geh mich nicht an. Ey, wo sollen wir den Ball denn hinspielen, wenn sich hier auch keiner anbietet? Aus. Oh, Mann, ey, Marquinhos! Den macht Ronaldo dann nicht, oder was? Es ist also wirklich. Ronaldo läuft frei auf Donnarumma zu und verzieht um Meter. Sieht man auch selten. Aber den vorher so genial. Da unten links reinhauen. Volley mit links. Wieder zu weit vorgelegt. Rodrigo. Ey, was ist das denn für ein langer Ball? Cancelo. Was soll denn das? So wird das, also so. Ja, wird's hier wird sowieso nichts mehr, aber auch in zukünftigen Spielen wird das so definitiv nichts, wenn wir solche krummen Bälle da nach vorne spielen. So lasch umplatziert. Was soll denn das? Nächste Ding, Benzema. Wieder steht er da so frei. Er steht wieder so frei. Ronaldo. Ah, was ist da? Mbappé. Boah, das Spiel verlieren wir absolut zu Recht mit 5:2. Nach dem ersten wirklich sehr, sehr guten Spiel folgt ein sehr nüchternes zweites Spiel. Sehr nüchternes.
So, und jetzt möchte ich mir unbedingt das Tor von Benzema noch anschauen. Ecke getreten von Erling Haaland. Das sagt schon einiges aus. Wenn die Ecke von Erling Haaland getreten wird, 1,94 Mann. Auf Benzema, der scheinbar unheimlich frei dort steht. Benzema gegen Ramos, der ist 13 Meter vorm Tor. Ja, und das ist Donnarumma, der sich hier verschätzt. Herzlichen Glückwunsch. Boah. Guck mal, der kommt straight genau auf den Keeper. Mittig, also mittiger auf den Keeper kann er gar nicht kommen. Mann, ey. Genauso wie hier Jota, weiß ich nicht, warum er sich durchsetzt. Es sind ein, zwei Tore dabei, die ich so nicht verstehen kann. Hier, Jota. Ey. Wie setzt er sich denn da durch in den Kopf oder hinten gegen... Das ist Marquinhos, der da steht. Das ist Marquinhos. Ja, Marquinhos orientiert sich jetzt dahin und Marquinhos ist dran. Da, Marquinhos ist dran gegen Jota. Er springt halt nur nicht hoch. Das darf doch nicht wahr sein. Marquinhos. Es ist ja unfassbar. Fehler, hier auch von Marquinhos und Erling Haaland. Haut das Ding rein. Ronaldo. Das nächste überragende Tor. Ramos macht's nicht gut und wieder Donnarumma Bahnschrankenfußball. Ey. Hallo. Klar, platziert Volley mit links, trotzdem Donnarumma aus, weiß ich nicht, 23, 24 Metern kann man den auch haben. Spiel Nummer 3. Donnarumma da gemacht hat, ne? Echt nicht. Ne, echt nicht gut. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut. Das ist die nächste gute gegnerische Mannschaft. Gehen in Spiel Nummer 3. Langer Ball Lewandowski. Wow, Campbell ist da. Mit was für einem guten langen Bein. Den hat Cruyff nicht, obwohl er eigentlich schon vor dem Ball war. Der Ball kommt durch. Vinicius holt sich den. Flecklarm verlegt ihn. Munyain, Kimmich, Cancelo. Makalele. Das war wieder eine gute Flanke und die Außenverteidiger bzw. die Innenverteidiger rücken nicht raus und die Außenverteidiger nicht rein. Das ist... Sehe ich immer wieder, dass das ein großes Problem ist. Fehler. Blablabla war's. Holt sich den Ball aber auch nur halb zurück. Cruyff. Kriegt er den, Johan Cruyff, kriegt den zugespielt, das ist Mbappé und nochmal Lewandowski, den muss er machen. Und den macht er zum 1-0. Sehr kurios gespielt, am Ende steht trotzdem das Tor da. Durch den Weltfußballer. Wieder guter Pass Lewandowski als Kimmich. Wow, ist das gut gespielt. 2-0 Johan Cruyff.
Das ist sowas von gut gemacht. Stark. Hau den verdammten Ball weg, ey. Gianluigi. Gianluigi Donnarumma. Ey, was sind das für Pässe hinten raus, ne? Ey, wir hauen den Ball einfach lang auf Robert Lewandowski. Das ist doch nicht wahr. Lewandowski, gute Bewegung und das muss eigentlich das dritte sein. Mbappé nochmal rüber. Das gibt's nicht. Wie spielen die das denn aus mit einer 3 aus der 3 gegen 1 Situation? Kein Tor zu erzielen. 3 gegen 2, wenn man den Keeper noch dazu rechnet. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und läuft schon wieder Lever. Nächster guter Ball von Cruyff auf Lewandowski. Lewandowski ganz hinten ist Cancelo. Abstoß. Guter Pass von Lahm. Nee, kommt nicht durch. Kimmich. Verliert den Ball. Nacho. Galele, nächste Flanke. Ruben Dias ist dann. Abseits von Lever, ey, Mann. Mann. Es ist so doof, da im Abseits zu stehen. Es ist so doof. Cruyff, nächste Chance, Johan Cruyff, was macht er draus? Cruyff, Mbappé ist hinten, Mbappé. Oh, Mann, ey. Kann man so viel mehr draus machen aus den Möglichkeiten hier? Die Flanke war alles andere als gut. Also die so gut wie was vorne teilweise rausspielen, so schlecht machen wir es aber auch hinten, ne? Aber er auch, er hat unheimlich, lässt unheimlich viel Platz. Wieder Lewandowski in der Mitte. Robert Lewandowski rübergelegt. Die Ablage war gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, dass Cruyff den Ball dann verstolpert. Und wieder Lewandowski, wieder so viel Platz. Ganz hinten ist Cancelo. Jetzt kommt er an, Cancelo. Boah, ist das fahrlässig, ey. Ist das fahrlässig. Lewandowski. Gute Parade vom Keeper. Philipp Lahm. Cruyff, jetzt aber wieder der Hör. Kurz auf Lahm. Lahm bringt die Flanke. Da ist Cruyff. Nochmal der Rea. Nächster Eckball. Sehr schön gespielt. Diaz. Ruben Diaz. Chance Nummer 27. Ich weiß nicht, wie viel wir schon auf das Tor von David de Gea gebracht haben. Es steht 2:0 für uns. Das ist sehr gut. Aber die Menge und das tatsächliche Ergebnis an Toren, das stimmt überhaupt nicht ein. Ja, das passt gar nicht. Acht. Nur acht.
Der Typ, der die Statistik erhebt, der hat sich verzählt. Der kann, glaube ich, nur bis 8 zählen, der Kerl. Der ist gerade aus der Grundschule raus und hat nur gelernt, bis 8 zu zählen. Wir hatten doch nicht nur 8 Chancen. Und wenn dann aus den 8 Chancen knapp 5 erwartete Tore zu haben, ist trotzdem schon mal sehr gut. Spricht ja auch für die Qualität der Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Aber 8, das waren mehr. Zelo, nächste Chance. Lewandowski bleibt weg, will den Eckball haben. Eine andere Eckballvariante auf Mbappé. Flanke kommt, die ist gut, Lewandowski. Wow. Was eine gute Eckballvariante. Genial, und jetzt klappt's. Robert Lewandowski. Mbappé, 4-0. Jetzt haben wir's. Spiel von Cancelo. Okay. Die ist gefährlich, Valverde. Abseits. Abseits, Roberto Carlos. Trotz sehr, sehr guten Passspiels. Steht der letzte Passempfänger dann in der verbotenen Zone. Ramos, rechts des Platz. Kimmich. Boah, was hat der da für einen guten Weg gemacht? Wurde überhaupt nicht angegriffen. Also Kimmich. Und wieder nach hinten. Ball für Ruben Dias. Souverän. Gelöst. Wieder Kimmich. Jetzt Ballverlust im Mittelfeld. Vinicius gegen Mbappé. Aber was hat denn? Dias, wunderbarer Pass, Ruben Dias. In der Mitte ist Mbappé, der kommt nicht dran. Gute Annahme, Vinicius gegen Ramos. Die kennen sich noch von Madrider Zeiten und Ramos macht es wieder sehr, sehr souverän. Gutes Passspiel, Lewandowski. Nacho ist schon wieder da. Ganz hinten ist Cruyff. Kommt nicht dran. Lahm, Nachschusschance für Philipp Lahm. Und dann holt er sich schon wieder zurück. Lahm, Abseitsposition dann schon wieder von Lewandowski. Mann. Und uns hier gut die Bälle wieder. Schönes Gegenpressing, aber wir kriegen den letzten Ball nicht durch. Es bleibt weiterhin beim 4-0, obwohl wir eigentlich Chancen für mehr haben.
Lahm. Nee, das ist ja Kimmich. Und das ist das nächste Ding, Lewandowski. Sehr gut. Und das war's. Wir holen uns den nächsten Sieg. Wieder sehr ähnliches Spielmuster zu erkennen wie in Partie Nummer 1. Wie haben wir jetzt 5 Buden gemacht? In der ersten waren es nur 3. Trotzdem viele Chancen rausgespielt, 13 Schüsse. Kann ich nichts zu sagen, war halt unheimlich souverän, der Auftritt. Ganz anders als im Spiel davor. Ganz anders. Immer wieder, es ist immer wieder so durchwachsen, immer wieder unterschiedlich. Ne? Auf und ab. Lewandowski, 3 Buden gemacht, MAP, ein Tor, eine Vorlage, genauso wie Cruyff. Cancelo einen aufgelegt, Kimmich einen aufgelegt. Cancelo, Spiel Nummer 3, zweite Torbeteiligung. Guter Typ. Und die nächste Partie. Aufgestellte Mannschaft. Wir gehen rein in die nächste Partie. Kimmich holt sich den erstmal. Lewandowski startet durch. Robert Lewandowski auf den rechten Schlamm gelegt. Und er trifft nach 2 Minuten. Da Carlos drankommt, ne? Nächster Ball, Lewandowski, Schlotterbeck fängt ihn ab. Fehler von mich. Gute Chance, Rebic. Nächster Fehlpass im Spielaufbau. Und das war abseits. Ich glaube, der Gegner möchte direkt mal relativ früh hier wieder zum Start des Spiels umstellen. Davor Šuker, okay. Ante Rebic, Kovac, da sind unheimlich viele Kroaten mit dabei. Im Tor Neuer, Carlos Alberto, Benzema wäre eine Möglichkeit. Adeyemi ist sehr schnell. Neymar, Kostic. Der Frankfurter hält sehr viele schnelle Spieler noch auf der Bank, die er potenziell einwechseln könnte. Ich bin gespannt. Modric verletzt. Und da ist er drin. Der verletzte Luka Modric macht das Tor. Es ist halt immer wieder ein Fehler aus dem Abwehrspiel raus. Sodass Pässe einfach nicht ankommen. Lewandowski. Gute Bewegung. Robert Lewandowski, da ist Cruyff. Ja, Neuer war noch ein bisschen dran. Neuer war noch leicht dran.
Daher diese, ja, komische Bewegung des Balls. So würde ich das jetzt mal formulieren. Guter Ball. Oh, Neuer. Boah, ist das gefährlich. Manuel Neuer. Schöner Pass weit raus auf Carlos. Lewandowski, Carlos. Wo ist Lewandowski? Guardiol macht es überragend. Wieder das wegverteidigt. Kimmich kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Das ist einer für Marquinhos. Genau so sieht's aus. Lewandowski läuft schon wieder. Lewandowski auf der Außenposition. Lewandowski gegen Guardiol. Lewandowski muss abdrehen. Gut gemacht. Ball rüber. Ne. Kommt nicht durch. Roberto Carlos. Gutes Dribbling. Guter Pass. Ein bisschen weit nach außen. Roberto Carlos gegen Kovacic. Und der Ball ist noch heiß. Modric Tor. Ey. Warum geht denn da keiner ran? Ich glaube, ich spinne. Was macht Ruben Dias denn da? Boah! Wir kriegen den Ball mal wieder nicht raus. Mal wieder nicht geklärt und zack. Trifft Modric doppelt. Nächstes Foulspiel. Gelbe Karte für Ramos. Genau so ist es. Ein Ball auf Lahm, der läuft gar nicht durch. Schlotterbeck, ach Mann, ey. Solche Dinger auch dann mal für uns, also für sich selber nutzen. Das kann echt nicht sein. Wir verlieren den Ball sofort wieder. Sofort. Mbappé läuft vorne gegen Schlotterbeck. Auch der ist sehr schnell. Der Pass kommt aber an bei Mbappé. Flanke kommt. Nur nicht an. Carlos in den Rücken. Mann, ey. Boah, also wenn solche Aktionen passieren, dann weißt du, es läuft halt nicht. Überhaupt nicht. Kriegen die Pässe nicht an Mann gebracht, ne? Vorne wieder Mbappé. Kriegt er den? Guardiola ist da. Unser. Mbappé. Wieder nicht dran. Mann, Schlotterbeck. Was verteidigt er denn alles weg? Einwurf für den Gegner. Kimmich als letzter Mann am Ball. Und das war's mit Halbzeit Nummer 1. Wir liegen 1-2 hinten.
viel zu viele Fehlpässe. Der Gegner unterbindet einfach viel zu viele Pässe. Das ist unser großes, großes Problem. Ganz stark. Ja, genau das meine ich halt. Genau das meine ich halt. Und dann geht's schnell, dann geht es zu schnell. Rebic. Und das ist nicht das Tor. Boah, ey. David Raum. Mbappé wieder der Ball weg. Und so einen kriegen wir dann nicht mit Philipp Lahm. Das ist halt bitter. Weg. Ah, Mann, ey. Was ist hier los? Was sollen wir machen? Wir bringen relativ früh jetzt schon Thomas Müller über die linke Seite für mehr Offensivpower. Der ist für mich offensiv die bessere, also deutlich, also die bessere Option als Roberto Carlos. Das ist Fakt. Allerdings, tja, Roberto Carlos hat ein einigermaßen gutes Spiel gemacht. Aber raus, das ist, wir müssen offensiver werden, wir brauchen Tore und defensiv Müller halt, ja, nicht so gut, ne? Oh, dann können wir noch immer noch umstellen. Da ist links jetzt Müller, nein. Auch der Pass kommt nicht an. Müller, wo sind die Anspielstationen? Kimmich, rechts ist Cancelo. Ey. Greif, 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 Greif. So, wo ist Lewandowski? Flanke nicht gut genug. Landet genau bei Manuel Neuer. Einmal für Gegner. So sieht's aus. Nächste Chance. Da ist Cruyff. Warum denn auf Cruyff die Flanke und nicht auf Lever? Ich kann das manchmal echt nicht verstehen. Cruyff! Nochmal Cruyff! Mann, ey. Der lässt das Spiel jetzt halt so runterlaufen, ne? 75. Minute. Boah. Wieder ist es Modric. Der kann da so durchgehen, ey. Man wird halt irgendwann ungeduldig, ne? Es klappt und klappt und klappt und klappt nicht. Du wirst ungeduldig. Und deswegen weitere Verstärkung. Diaby vorne mit rein für Johan Cruyff. Ein schneller, dribbelstarker Mann. Moussa Diaby. Nicht mehr dabei.
Leon Kroos. So ein Weltklasse-Spieler, ne? Benzema kommt beim Gegner. Das ist einer für Lewandowski, ganz genau. Diaby kommt nicht dran. Müller. Na, jetzt haben wir den. Links ist Diaby. Es wird halt alles wieder zugelaufen, ne? Und jetzt hat Diaby Platz. Der ist schnell. Moussa Diaby hat Platz. Luft den über Neuer drüber. Ne. Luft er nicht. Mbappé. Ne. Kommt nicht dran. Diaby. Mann, ey. Möglichkeit für Flo Wirtz. Gut verteidigt. Was ist das denn? Ganz stark. Und jetzt aber Moussa Diaby. Wo ist Lewandowski? Mbappé Tor. Ganz, ganz stark. Moussa Diaby vorgelegt für Kylian Mbappé. Wow, ist das gut. Ja, Mann. 2:2, 88. Minute. Und wieder Kimmich. Schlotterbeck holt sich den. Mann, er spielt den Ball. Lewandowski, Mbappé, Cancelo. Er kämpft. Und genauso würde ich diese kämpferische Leistung weiter gerne sehen. In der Verlängerung. Keinen weiteren Wechsel haben wir mehr möglich, ne? Wir haben keinen Wechsel mehr übrig. In der zweiten und in der 88. Minute. Nach 2 Minuten und 2 Minuten vor Schluss haben wir getroffen. Wir schauen erstmal, wir lassen das erstmal genauso aufgestellt. Halbzeit Nummer 1 in der Verlängerung. Spielstand 2:2. Es geht weiter. Müller. Naja. Alarm. Langer Ball auf Mbappé. Zweiter Ball beim Gegner. Nicht so langer Ball. Was macht Marquinhos da? Kostic. Wow.
Diawin. Und der ist frisch und der hat Platz und der hat Tempo. Pass kommt nicht durch, Moussa Diawin. Oh, was ein Fehler. Was ein Fehler, Lewandowski! Mané! Den muss man doch machen, den muss man nutzen. So ein Ding. Das gibt's doch nicht. Diaby, wieder Diaby. Das ist unheimlich stark, dass wir den einwechseln konnten mit seinem Tempo. Nochmal Diaby, Diaby. Zieht nicht dran vorbei. Guardiol, seit 100 Minuten absolut grandios am Verteidigen. Diaby, Lewandowski, ne. Das waren die ersten 15 Minuten. Diaby rückt in den Sturm. Lewandowski raus, Trent kommt. Mein eigentlicher Plan war es, zu warten, zu reagieren, falls Ereignisse passieren. Ich mache ein Tor, der Gegner macht ein Tor in der Partie und dann zu reagieren und zu wechseln. Das ist nicht passiert. Lewandowski hat nochmal eine Viertelstunde durchgespielt, aber der läuft jetzt auf dem Zahnfleisch, deswegen mussten wir wechseln. Und jetzt kommt Trent. Trent, Kimmich, komm nicht dran. Jetzt haben wir von uns aus dann etwas defensiver gewechselt. Ohne ein bestimmtes Ereignis. Ach Mann, ey. Marcelo holt sich den auch nicht zurück. Ah! Nervenaufreibend. 111 Minuten. Wieder weg. Da ist Müller. Gut gespielt. Da ist Diaby in der Mitte. Trent nochmal. Trent, langer Ball auf Mbappé, der ist gut. Mbappé, Neuer. Kimmich dran. Nochmal Müller, Lahm. Minute Nachspielzeit ist rum und das war's. Es geht ins Elfmeterschießen. In diesem Qualifikationsspiel für die Weekend League. Am heutigen Tag bzw. am gestrigen Tag sind deutsche Mannschaften im Elfmeterschießen eigentlich gut gewesen. Es wird spannend. Nummer 1
Sergio Ramos tritt an gegen Manuel Neuer. Sergio Ramos trifft zum 1-0. Donnarumma. Donnarumma hält! Mbappé trifft. 2-0. Kylian Mbappé. Mitte. Tor Karim Benzema. Müller. Müller trifft auch zum 3-1. Nochmal Luka Modric. Und den hat er auch. Gianluigi Donnarumma. Und jetzt ist es Philipp Lahm. Philipp Lahm. Tor. 4-1 in Elfmeterschießen gewonnen. Genial. Sehr, sehr gut. Und da ist die deutsche Mannschaft schon wieder erfolgreich im Elfmeterschießen. Ich glaub's ja nicht. Der nächste Sieg. Ramos, Kimmich, Klopp, die freuen sich. Völlig zurecht. Trent eingewechselt. Hat auch nochmal den einen oder anderen guten Ball gespielt, Trent Alexander. Ist das laut? Kapitän Lahm und Jürgen Klopp, die freuen sich. Völlig zurecht. Aber auch überragend Gianluigi Donnarumma, ne? Was der da für Elfmeter rausgekratzt hat. Diaby, was ein Joker. Sieht fast so ein bisschen so aus, als würde Lewandowski den Ball hier vergessen an der einen Stelle. Weil er nach innen zieht und den Ball irgendwie nochmal berührt. Aber ich glaube, den hat er sich einfach nur nochmal in die Mitte gelegt. Und was kriegen wir den Ball nicht raus? Es ist echt... Gilt für Ramos, klar, was sonst? Was sonst, was sonst, was sonst? Wir gehen rüber, denn wir haben noch ein gutes Lied zum Abschluss schon. Zum Abschluss schon, ne? Wir haben noch ein sehr, sehr gutes Lied zum Abschluss. Das ist aber tatsächlich ein Lied, das hat man so schon mal gehört. Das habe ich in den letzten zwei Tagen, haben wir das schon öfters gespielt. Und zwar von Ivoxygen mit Love. Ich mag den Beat einfach sehr gerne. Und deswegen spielen wir das Lied jetzt nochmal zum Abschluss. La 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 la. Ooh, I love that name. 100 years.
Dankeschön, Alvoxygen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich habe jetzt gerade noch mal was entdeckt, was wir noch mal machen können. Eine SBC 50k-Pack mit rüberkommen, öffnen. Der Song, der jetzt gespielt wird, ist von Ray Tremont und Gucci Mane und heißt Black Beatles. La 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 la, Black Beatles in the city, we'll be back immediately. Ja, es gibt wieder fünf Villas. You know me. Passt das? Tatsächlich. Sehr gut. Ja, das fängt schon mal wunderbar an. Hat der kostet, ist das der 2000 kostet? Nee, kostet nicht. Für den Mist, ey. Was ist nicht? Sind die alle mit 850 drin?
you fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Wenn das jetzt nicht passt, ne? Alter. So, letztes Set. Ah, ich habe zwei Sets, sorry. Die letzte Aktion zumindest für den heutigen Abend. Seltene Elektrospieler-Set. Dankeschön übrigens an Raz Remrund. Und an den anderen Kerl, der auch noch dabei war. Spiel Nummer 1 war überhaupt nicht gut. Beziehungsweise war eh ein Elektrospieler-Set. Die sind ja meistens nie gut. Jetzt das 50k-Pack, das muss natürlich richtig reinscheppern mit einem knackigen 82er, 83, mindestens 83er, vorher noch ein 7,5er zum Testen, kauft man nicht, weil Fofana nicht gut ist, genau, Vorschau ist, was haben wir für Promosets hier, tolle Promosets, uiuiui, ganz ganz toll, so, 50k-Pack, mindestens 1,83er. Los geht's. Für mich natürlich, Tots wäre super klasse. Den ziehen wir nicht. Wir ziehen einen 83er Linksverteidiger vom FC Bayern München. Das ist das Minimalste, was man daraus hätte ziehen können. Und zwar Lucas Hernandez. Mehr war dann auch nicht drin. Das war's. Super Set. Hat sich gelohnt. Da haben wir die 11k ganz schnell wieder drin, oder? Jawohl. Mega nice. Morgen Abend geht es übrigens weiter ganz normal um 22 Uhr. Werde ich mich dann wieder hier hinsetzen, Sets öffnen. Von den Division Rivals. Belohnung halt, ne? Ganz normal die Rewards. Außerdem werde ich mich noch qualifizieren am besten. Ein Sieg bräuchte ich jetzt nur noch für die Weekly League, die dann am Wochenende, am Freitag startet. Und ja, sonst haben wir, weiß ich nicht. Qualifizieren, ja, würde dann mal etwas mehr als 4 Siege gerne holen. Zum Beispiel 6 wäre in Ordnung. Wäre auch aktuell voll im Bereich. 3 Siege, eine Niederlage haben wir jetzt geholt. Das wäre machbar morgen. Und die Sets öffne ich, ne? Ansonsten, das Team steht eigentlich erstmal. Cancelo ist gut, ist das nicht überragend, aber er ist gut. 2 Torbeteiligungen in 4 Spielen, da kann man erstmal nicht meckern. 3 Spiele davon haben wir gewonnen. Das ist vollkommen okay. Diaby. Immer wieder eingewechselt, der hat einen guten Job gemacht als Einwechselspieler. Unheimlich schnell. Passen kann er gut, vor allem die kurzen Pässe, auch die hat er angebracht. Das ist gar nicht mal so schlecht, was Diaby da gemacht hat, mit vor allen Dingen seinem Tempo und seinem Dribbling. Ansonsten schauen wir mal. Goretzka kann ich verkaufen, Müller kann ich verkaufen, Messi, Neymar habe ich noch, die ich verscherbeln könnte. Trent könnte ich auch noch verkaufen. Sind alles tradable Spieler. Mal schauen, was dort noch so geht. Bis morgen. Wir sehen uns wieder. Tschüss, tschüss. Schönen Abend noch. Und am besten ist, wenn man jetzt noch ein bisschen feiert, und zwar die deutsche Mannschaft. Eintracht Frankfurt. Europapokal.